Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pharao A New Era. Wir gucken uns heute das Tutorial an und wir starten jetzt in Mission Nummer 3. Die geht die findet statt in Pervaduit. Schauen wir mal was. Der Jel und seine Gefahren. 3050 vor Christi, durchschnittliches Gebiet, Siegbedingungen 600 Bevölkerung und 10-mal bescheidene Häuser Level 7. Monumente brauchen wir keine, dann gucken wir doch mal. Also in den Tutorial-Missionen kriegen wir die Grundlagen beigebracht. Letztes Mal haben wir uns mit viel Unterhaltung und Tempeln und so weiter beschäftigt. Und dieses Mal, bin mal gespannt, was das Spiel so auf Lager hat. Mir gefällt es immer noch super gut. Ich freue mich, dass es auch bei euch recht gut ankommt. Wir machen einfach mal weiter. Der tinnitische Adel kämpft noch immer darum, die Länder am Nil unter einem Herrscher zu vereinen. Man hegt die Hoffnung, dass sie ihn bei diesem Bestreben unterstützen werden und sich darum bemühen, bei Pervaduit im feuchten Deltagebiet Unterägyptens ein blühendes Gemeinwesen aufzubauen, wodurch der Einfluss des Adels entlang des gesamten Heiligenflusses gestärkt wird. Um mehr als nur ein kleines Dorf zu ernähren, müssen sie lernen, wie man Landwirtschaft betreibt. Ägyptische Bauern haben begonnen, den fruchtbaren Schlamm, der jedes Jahr nach der Überschwemmung des Nils zurückbleibt, zum Anbau von Pflanzen zu nutzen. Doch zahlreich sind auch die Gefahren, die am Nil lauern. An seinem Ufer und im Wasser wimmelt es von todbringenden Krokodilen, von Nilpferden und von Stechmücken, die Malaria übertragen. Ja, klingt so, als wären die kleinsten Tiere da die gefährlichsten. Nilpferde, okay, möchte man auch nicht von gefressen werden. Und bei Krokodilen, naja. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal los, wa? Überschwemmungsgebiete, Land und Landwirtschaft, okay. Um ihr Volk in Pervaduit, Diut, wie auch immer, zu ernähren, müssen sie Farmen direkt im Überschwemmungsgebiet errichten, um die Vorteile der erhöhten Fruchtbarkeit zu nutzen. Im Gegensatz zu den meisten Arbeitsstrukturen brauchen die Farmen im Überschwemmungsgebiet keinen direkten Zugang zu Bauernarbeitern. Jedoch eine ständige Anzahl von ihnen, die von Arbeiterlagern zur Verfügung gestellt wird, um ihre Felder zu beackern. Errichten Sie Arbeiterlager, in der Nähe von Farmen im Überschwemmungsgebiet, damit die Bauern nicht zu weit laufen müssen, um sie zu erreichen. Jedes Jahr überflutet der Nil seine Ufer und füllt den ausgelaugten Boden in den Überschwemmungsgebieten mit reichhaltigem, fruchtbaren Schlamm. Die Bauern holen die jährliche Ernte kurz vor der Überschwemmung ein und liefern sie an ihre Silos. Da es nur eine Ernte pro Jahr gibt, sollten sie sicherstellen, dass ihre Stadt über genügend Silos verfügt, um eine ausreichende Menge an Nahrungsmitteln für ihre wachsende Bevölkerung zu lagern. Okay, das klingt nach Stress, aber gut. Beginnen Sie mit dem Bau Ihrer Stadt sowie einiger Farmen und Arbeiterlager. Ich würde mal sagen, das hier ist wahrscheinlich das Überschwemmungsgebiet sein. Wir werden erstmal mal ein paar handelsübliche... Pass mal auf, wir machen hier einfach mal ein paar... sowas da rein. Wir müssen, oh, das ist natürlich eine Station zu wenig. Wir machen einfach mal zwei rein, damit wir erstmal genug Platz haben für die Leute. Beginnen Sie mit dem Bau Ihrer Stadt sowie einiger Farmen und Arbeitslager. So, warte mal, wir machen mal auf Pause und dann machen wir mal noch ein paar Sachen dazu, bevor wir jetzt hier loslegen. Können wir ja gleich schon mal ein paar Sachen machen, die halt wichtig sind. Zum Beispiel eine Zisterne aufbauen. So eine Zisterne, würde ich ja sagen, können wir ja hier hinbauen. So, Arbeitskräfte benötigt. Ja, chill mal. Dann bauen wir die anderen typischen Dinge auch noch mit dazu. Warte mal, das Feuerdepartement haben wir schon. Da wäre halt schön, wenn ich wüsste, was ich hier mache, ne? Feigenfarm, Arbeiterlager. So ein Arbeiterlager. Was macht denn so ein Arbeiterlager überhaupt? Liefert Arbeiter für Überschwemmungsgebiete und Monumente. Also dann machen wir doch hier mal die Straße weiter. Und bauen hier ein Arbeiterlager rein. Arztpraxis brauchen wir noch nicht. Polizeiposten brauchen wir auch noch nicht. Hygiene. Was haben wir hier? Ein Dorfpalast brauchen wir auch gerade noch nicht. Fangen wir mal klein an, ne? So, und hier machen wir jetzt Feigenfarmen hin.
Können wir denn hier Straßen setzen? Ja, Straßen können wir setzen, aber wie können wir die denn verbinden? Ah ja, so vielleicht. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Farmen wir so brauchen, deswegen machen wir das erstmal so, würde ich sagen. Lager und Vertrieb. Warenlager, Bazar. Bazar machen wir einmal hier einen hin und hier unten einen. Naja, guck mal, da kommt der werte Herr Freund und will sich irgendwas hier schnappen. Would you like to take the glasses with you? Sorry? Would you like to take the glasses with you? Ja. Okay, wundervoll. Na, das ist ein Live-Let's Play, ne? Da muss man zwischendurch auch mal, ihr wisst schon, gucken, was der Gute da so anstellt. Machen wir doch einfach direkt hier so ein Silo dahin. Oder hier hinten, hier vielleicht. Machen wir es hier. Kann mich noch nicht so richtig entscheiden. So, Basara haben wir. Religion brauchen wir jetzt mal gerade noch nicht. Unterhaltung können wir auch noch sparen. Dann starten wir doch mal rein. Gucken mal, was hier so passiert. Mal hier, wie schön das hier alles ist. Eieieiei. Oh, da gibt es auch Schmetterlinge, oder was ist das? Oh, und es gibt auch Nilpferde. Okay. Also Siegbedingungen hatten wir ja geguckt. Jetzt ein paar Meldungen. Arbeitskräfte benötigt, kein Straßenzugang. Beginnen Sie mit dem Bau Ihrer Stadt, Überschwemmungsgebiete und Landwirtschaft. Okay. Dann zieht doch erstmal alles schön ein. Guck mal, dann fangen die auch gleich an. Fruchtbarkeit 82, das Ackerland wird nicht bewässert. Die nächste Überschwemmung wird erwartet im September. Diese Farm hat alle erforderlichen Arbeitskräfte. Ich würde mal sagen, warte mal. Lass einfach noch ein paar mehr Farmen bauen. Lass einfach mal ein paar mehr Farmen bauen. Ja, ich will hier nicht irgendwie nahe derjenige sein, der keine Farmen hat, der nichts zu essen hat für die 600 Leute. So. Ich weiß nicht, wie viel so eine Farm bringt, ne? Ja. Das ist sehr viel zu lesen. Kann nicht brennen, kann nicht einstürzen. Fruchtbarkeit 92%. So, wie sieht das denn aus? Arbeitslosigkeit 70%. Naja, wir haben ja noch eine Menge zu tun hier eigentlich, ne? Bazar. Silo. Feigenfarm. Momentan können wir nur Feigen bauen, richtig? Dorfpalast. Ah, können wir mal schön hier die Steuern erhöhen. Wir können mal gucken, was die Leute so brauchen. Momentan brauchen sie nichts, um aufzusteigen. Brauchen sie noch ein bisschen was, oder? Dieses Haus kann nicht erweitert werden, da es Nahrungsmittel von einem nahegelegenen Bazar benötigt. Der Bazar ist da. Feigen gibt es momentan, aber für null. Dann bauen wir vielleicht wieder noch ein paar. Ja. Schrein der Osiris. Tempel. Machen wir mal, so ein Tempel ist eigentlich gar nicht so schlecht, glaube ich. Machen wir den Tempel hier oben hin. Und die Schreine machen wir, wie gehabt, einfach daneben, rechts und links. So, und dann können wir hier gucken. Osiris findet das richtig cool. Und dann haben wir hier noch das hier und wir können noch so ein Fest abhalten. Gewöhnliches Fest für 30, üppiges Fest für 60. Machen wir mal so ein Fest. Fest wird vorbereitet für Osiris, das ist nett. So. Und dann können wir noch die Unterhaltung. Eine Jonglierschule können wir bauen. Die können wir ja ein bisschen hier neben bauen vielleicht. Ja, die können wir auch hier oben außerhalb bauen. So. Eine Bühne. Wir unten vielleicht, wenn die Leute auf dem Weg zur Arbeit sind, können wir das ja machen. Okay, wir müssen hier dringend blocken. Und hier auch blocken. So. So, was passiert jetzt hier? Oh, die bringen die Feigen rein. Oh, hier, hier, die Feigen rein. 2200 Feigen. Ja, nice.
Aber jetzt gleich überschwemmt das auch. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert. Einige Arbeiterlager. Oh, warte mal, vielleicht müssen wir mehr Arbeiterlager bauen. Malaria. Malaria tritt vor allem in der Nähe von Wasser- und Sumpfgebieten auf. Die Malaria-Spezialkarte zeigt Ihnen, welche Häuser in der Wahrscheinlichkeit, an der Krankheit zu erkranken, höher ist. Der Zugang zu sauberem Wasser aus einer Wasserversorgung und Insektenschutzmittel, die von einem örtlichen Apotheker bereitgestellt werden, verringern das Malaria-Risiko für jeden Haushalt erheblich. Wie die meisten Gebäude funktioniert auch die Apotheke nur, wenn sie über einen Straßenzugang und Arbeitskräfte verfügt. Okay, Moment. Erstmal gibt es hier die Spezialkarten. Da gab es irgendeine Karte für Gesundheit. Kräuterkundige, Einbalsamierer, Zahnärzte. Risiken? Malaria-Risiko. Ich finde, es sieht da super aus. Okay, dann machen wir mal Folgendes. Dann bauen wir mal noch ein Arbeiterlager. Können wir noch eins daneben setzen. So, damit einfach noch mehr Farmen-Spezialkarten. Okay. Damit einfach noch mehr Farmen besetzt werden. Ich habe nämlich das Gefühl, die sind nicht richtig. Ja, genau. Das hat nämlich keine Arbeitskräfte hier. Also, was haben wir hier? Ach, jetzt wird das hier überschwemmt, ne? Ja, ich sehe es gerade. Okay, dann bauen wir noch einen Arzt. Dienstleistungen, Hygiene. Eine Apotheke. Bauen wir direkt hier hinten rein. Und eine Arztpraxis bauen wir auch noch rein. Das ist vielleicht ein bisschen blöd, aber die machen wir direkt noch hier oben rein. Genau, so. Dann haben die alle auf jeden Fall das, was sie brauchen. Dann dürfte die Spezialkarte der Gesundheit. Zahnärzte, ne, Risiken ist das, ne? Malaria-Risiko. Können wir uns gleich mal angucken. Nachdem Sie Ihr Volk mit Grundnahrungsmitteln und Wasser versorgt haben, können Sie seinen Lebensstil mit anderen Gütern, wie zum Beispiel Töpferwaren, verbessern. Bauen Sie eine Turngrube in der Nähe eines Gewässers und eine Töpferei in der Nähe. Stellen Sie sicher, dass diese wie üblich Zugang zu Arbeitskräften haben und schon bald liefert ein Karren Ton zum Töpfer, der Töpferwaren für Ihre Stadt herstellt. Errichten Sie ein Warenlager, um das Endprodukt und den überschüssigen Ton, den die Töpfe nicht benötigt, zu lagern. Drei Tongruben können normalerweise genug Ton für 4 Töpfereien liefern. Okay, warte jetzt nochmal. Also bauen wir eine Tongrube. Das geht in die Töpferei und das geht ins Warenlager. Alles klar, 3 Tongruben. Machen 4 Töpfe rein. Die Arbeiterinnen des Bazars holen die Töpferwaren aus dem Warenlager ab und verteilen sie genau wie die Lebensmittel. Industrien wie die Töpferei bieten den Einwohnern ihrer Stadt auch dringend benötigte Arbeitsplätze. Das finde ich gut. Wie viel haben wir denn? 47%. Gut, müssen wir jetzt mal erstmal nach dem Tonkram gucken. Lager und Vertrieb, Warenlager. Okay, ein Warenlager können wir mal in Produktion. Tongrube. Hier zum Beispiel können wir das machen. Kein Straßenzugang mehr, warte mal einen Moment. Guck mal, hier machen wir mal Straßenzugang hin. Ist auch super. Machen wir hier ein Warenlager hin. Und dann hatten wir noch was gesagt. Produktion ist hier. Wir brauchen eine Töpferei. Das machen wir doch hier direkt. 4 Stück machen 3 Töpfereien, haben sie gesagt. Machen wir das mal so. Sollte auf jeden Fall ein bisschen Arbeitslager bringen. Starten Sie auf Industrie mit mindestens einer Tongrube und 2 Töpfern. Arbeitskräfte und Arbeitslosigkeit. Sie müssen immer dafür sorgen, dass Sie mehr Einwohner als offene Stellen haben. Aber nicht jede in ihrer Aber nicht jeder in ihrer Stadt ist in der Lage zu arbeiten. Sie können einen schnellen Blick auf ihre Statistiken zur arbeitenden Bevölkerung und zur Arbeitslosigkeit werfen, indem sie über den Bevölkerungszähler in der oberen Leiste fahren. Weitere Informationen finden Sie auch bei Ihren Aufsehern. Versuchen Sie, Ihre Arbeitslosigkeit unter 10% zu halten, aber stellen Sie sicher, dass Sie immer genügend Arbeiter haben. Pharao simuliert eine alternde Bevölkerung, in der nur 60% der 20- bis 49-Jährigen für die Arbeit zur Verfügung stehen.
Wenn Sie Probleme mit diesem System haben, spielen Sie ein anderes Spiel. Nee, Moment, können Sie die Option nutzen, um ein festes Verhältnis von Arbeitern für Ihre Bevölkerung einzustellen, unabhängig von deren Alter. Damit Sie lernen, mit dieser Mechanik zu spielen, wird die Option dieses Tutorials nicht beeinflussen. Okay, machen wir nochmal Pause. First, ich möchte das hier haben. Genau, ich möchte sehen, was hier los ist. Wollen wir hier nochmal gucken. Ja, Osiris ist ziemlich gleichgültig. Wir brauchen vielleicht erstmal einen Festplatz. Muss an einer Kreuzung errichtet werden. Problemchen ist, wir haben keine Kreuzung. Deswegen können wir auch keinen Fest machen. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Wir machen hier mal noch eine Reihe Häuslereien. So. Machen wir das mal so. Machen hier eins rein, ein Wegchen, ein Wegelchen. Und dann machen wir hier eine kleine Kreuzung rein. Dann können wir nämlich, glaube ich, hier den Festplatz errichten. Oder auch nicht. Das mit dieser Kreuzung, ich weiß es nicht. Ah ja. Naja, gut. Ist jetzt vielleicht nicht der schönste Festplatz, aber es ist ein Festplatz und wir können dann vielleicht hier dem sagen, jetzt halt doch mal ein Fest ab hier für 58 Fest anordnen. So. Ein Fest wird Osiris vorbereitet. Ich weiß gar nicht, was der Gott eigentlich macht. Bringt dem Land Fruchtbarkeit und lässt das Getreide wachsen, besänftigen sie ihn oder bereiten sich darauf vor zu hungern. Alles gut. 18%, na guck mal. Jetzt gucken wir mal eben, ob wir das hier wegmachen können. Nee, wie kann man denn das... Ah ja, okay. Dann machen wir den Poppel nämlich hier rein. Hopp. So. Das heißt, wir haben jetzt nochmal eine Gelegenheit, ein bisschen mehr Leute zu nehmen. Wir brauchen nämlich mehr. Also wir brauchen mehr Bevölkerung. Ja, Punkt. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Das klang jetzt irgendwie nach mehr, aber... So. Nein, wir brauchen noch mehr Leute. Die Arbeitslosigkeit. 20 zusätzliche Arbeiter benötigt. Naja, da kommen ja erstmal ein paar. Ist doch entspannt. Ist doch richtig entspannt. Wir haben keinen Zugang zur primitivsten Wasserversorgung. Ernsthaft? Zisternen, Ziehbrunnen. Dann bauen wir hier oben nochmal einen. Ist doch kein Problem. Wir haben ja Platz genug. So. Theoretisch müsste das doch jetzt hier klappen. Üppiges Fest. Üppiges Fest, sehr gut. Angetan. Okay, offensichtlich hätten wir das vielleicht mehr da hinten reinsetzen müssen. Eine kleine Segnung von Osiris. Die Verehrung, die ihre Stadt Osiris dem Herrn der Nilflut entgegenbringt, wurde mit Wohlwollen registriert. Falls ihr Osiris weiterhin auf diese Art verehrt, wird die Überschwemmung im nächsten Jahr perfekt sein und reichlich fruchtbaren Schlamm im Überschwemmungsgebiet ablagern. Das ist sehr freundlich. Wie sieht es denn aus mit der Bevölkerung? Ah ja, guck mal an. Wir brauchen erstmal Arbeitsplätze hier, ne? Gut. Wir haben doch hier ein Bazaar. Bazaar ist in Betrieb. Braucht vielleicht einfach ein bisschen, ne? Braucht einfach ein bisschen. Der hier sagt ja irgendwie keine, wir haben keine Festplätze oder was soll das? Ah, ein Festplatz hier. Den ausdauerndsten Festgästen steckt das letzte Fest noch immer in den Gliedern. Okay. Stadt gespeichert. Nilometer-Vorhersage. Diese Stadt ist wahrscheinlich gar nicht gesegnet. Unsere Priester sagen, für das kommen die eine perfekte Überschwemmung voraus. Oh, warte mal eben. Lass mal ganz kurz gucken, wie viel Essen wir noch haben. Null Pfeile. Jetzt können wir mal gucken. Vielleicht machen wir noch ein paar, oder? Wir sind jetzt ein bisschen mehr geworden.
noch eins. Feigenfarm? Feigenfarm? Was? Ist, reicht das dann aus? Ich denke, das reicht aus. Die Frage ist aber, also wir haben auf jeden Fall genug Leute. Es braucht von einem Bazar. Verschönerung. Gut gemacht. Sie haben eine Industrie ins Leben gerufen und jetzt können Sie darüber nachdenken, Ihre Stadt zu verbessern. Mit Verschönerungsmaßnahmen können Sie einige Stadtteile attraktiver machen. Indem Sie die Umgebung attraktiver gestalten, können Gärten, Statuen und Plätze dazu beitragen, dass sich die Häuser weiterentwickeln. Mehrere Gärten können nebeneinander angelegt werden, um größere Parks zu bilden. Aber Ihr Erscheinungsbild ist zufällig. Platzieren Sie Plätze an gepflasterten Straßen, um Ihr Aussehen zu verbessern und die Attraktivität der umliegenden Grundstücke zu steigern. Statuen können, wie die meisten Gebäude, mit der Taste R gedreht werden. Wenn Sie lieber wählen möchten, welche Gärten Sie platzieren, ähnlich wie bei Statuen, können Sie in Optionen zwischen den beiden Systemen wechseln. Okay. Erreichen Sie 600 Einwohner und 10 bescheidene Häuser, um diese Mission zu gewinnen. Das war es dann eigentlich auch schon. Offensichtlich. So, guck mal hier. Machen wir mal ein paar schöne Statuen. Uiuiui, okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ja. Obwohl. Wer sagt hier schon, was übertrieben ist, ne? Ja, ich finde hier so eine Katze hier so daneben ist schon auch schön, ne? Jetzt haben wir hier so einen kleinen Vogel. Passen halt alle nicht so richtig da rein, ne? Ach, vielleicht lassen wir es erstmal mit der Verschönerung. Was haben wir hier noch? Ein Platz. Ne? Kleine Statue, Platz, Gärten. Aber guck mal, ist jetzt auch nicht so schlecht. Kostet einen halben Geld, aber gut. Gönnen wir uns jetzt mal. Sieht doch schön aus. Gut, machen wir mal weiter. 10 bescheidene Häuser brauchen wir. Okay. Achso, es bedarf an Lebensmitteln und die hatten wir nicht. Das war das Problem, glaube ich, ne? Mal gerade gucken. 43% Arbeitslosigkeit. Haben wir denn irgendwie Tontöpfe hier? Ton haben wir eine Menge. Warum arbeiten die Töpfereien nicht? Hoppala, eine kleine Segnung von Osiris. Ja, okay, ist nett. Danke. Hohe Brandgefahr, Momentchen. Okay. Vielleicht sorgen wir mal ganz kurz dafür, dass hier nicht auch noch irgendwas Doofes passiert. Hohe Brandgefahr. Naja, haben ist besser als brauchen, ne? Besseres Häuschen. Aber die brauchten wir gar nicht. Wir brauchten nur eine einfache Karte. Nee. Besseres Häuschen. Bescheidene Häuser. Einfache Karte. Ah, hier, Töpfer waren. Okay. Also offensichtlich geht das jetzt hier ab. Können wir ruhig mal ein bisschen näher ranzoomen, ne? Feste Karte. Besseres Häuschen. Und dann ist es das auch schon. Also ich glaube, wir müssen. Warte mal eben. Wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen in hier Nahrungsmittel investieren.
Ich würde vorschlagen, wir machen das hier an der Stelle. Arbeiterlager. Einmal das hier. Arbeiterlager. Jetzt machen wir ein paar Feigenfarmen rein. Ich glaube nämlich, die brauchen wir. Versuchen wir es mal so. Ah, jetzt können wir hier keine. Das ist bedauerlich. Dann müssen wir das hier leider abreißen. Ja, echt doof. Aber vielleicht können wir das dann hier unten hinsetzen. Probieren wir das mal. Ja, guck mal, so. Dann können wir wenigstens ein bisschen noch an Nahrung dazu holen. Wir haben doch genug. Ja, Arbeitsplätze haben wir eigentlich genug. Naja, da laufen sie auch schon los. Das ist doch super. Sind denn hier alle besetzt? Ich glaube ja, ne? Hat alle Arbeitskräfte, die sie benötigt. Ja, okay. Wir müssen dann wirklich. Warte mal, warte mal, warte mal. Da müssen wir natürlich auch nochmal ein Silo bauen. So. Ich glaube, das macht Sinn, das so zu tun. Sonst müssen die nämlich mit den Feigen einmal quer durchs ganze Land. Das will ja auch niemand. So, und jetzt ist hier wieder. Einmal das so. Und so, und da können wir nämlich noch ein paar machen. Und wieder getreu dem Motto, ne, haben ist besser als brauchen. %36 ist doch schon mal ganz gut. Wir müssen nicht mehr Häuser bauen. Wir haben genug Häuser, ich glaube, das reicht wirklich. Jetzt können wir hier nochmal gucken, ob wir hier nochmal. Ja, neues Fest abhalten. Wir machen nochmal. Oh, wir haben echt nicht mehr viel Geld. Machen wir nochmal ein gewöhnliches Fest. Eieiei, wir müssen echt ein bisschen aufs Geld achten. Vielleicht, wenn wir mal hier die Steuern hochheben. So, einfach mal 5% mehr Steuern, damit wir irgendwie mehr zu Geld kommen. Ne? Sonst haben wir ein Problemchen. Feste Karte. Ist das ein besseres Häuschen? Ne, ist ja ein bescheidener Häuser. Wie viel haben wir denn davon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zwei bräuchten wir mehr, ne? Problem ist. Ja, die brauchen halt das. Genau, die brauchen halt das Essen. Aber gut, vielleicht haben wir das jetzt gleich. Wir sind übrigens, ich sag's einfach nochmal, im Tutorial-Modus. Das bedeutet, dass wir halt gucken müssen. Sorgen Sie dafür, dass Sie sich nicht verschulden. Ja, wir sollten wirklich nicht mehr Schulden machen. Gewöhnliches Fest. Wundervoll. Sehr gut. Kleines Häuschen, das scheint immer hoch und runter zu schwanken. Besseres Häuschen. Was kommt denn nach bescheiden? Kaum Unterhaltung. Moment. Unterhaltung können wir doch machen. Da können wir doch wirklich was für tun. Einmal hier. Und einmal da. Mal gucken, was jetzt passiert. Es gibt hier kaum Unterhaltung. Das kann ich ja kaum glauben. Das Problem. Oh. Da ist ja auch schon der Sieg. Na wundervoll. Nach 30 Minuten. Hervorragend, ihre eigenen Bürger betrachten sie bereits als Beschützer und Nachbarstädte schauen ebenfalls zu ihnen auf, als zu jemandem, der in Notzeiten für sein Volk zu sorgen weiß. Haha, 22 Monate haben wir gebraucht, Schwierigkeit war normal, alles haben wir richtig gemacht. Wir haben sogar ein bisschen Königreichwertung bekommen und Kulturwertung. Wundervoll. Nächste Mission. Nächste Mission sehen wir uns in Nechen. Das ist die Nachbarstadt von Frechen. Naja, offensichtlich
Es ist jetzt eine frühdynastische Zeit, auch nicht schlecht, also alles ab 3000 vor Christi. Und ja, die vierte Mission gucken wir uns einfach im vierten Teil an. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüssing!